Hallo und moin moin zusammen, Konstantin aka Mr. V-Back mit dem Video zu den Breitling-Neuheiten. Ganz frisch heute um 14 Uhr von Breitling präsentiert. Ich als großer Breitling-Fan war natürlich gespannt, was in diesem Jahr kommen wird und dachte, ich nehme spontan ein Video auf, teile mit euch meine ersten Eindrücke bzw. meine Meinung zu diesen Neuvorstellungen. Freue mich dann natürlich auch, das Ganze mit euch unten im Kommentarfeld zu diskutieren. Würde sagen, wir wechseln jetzt mal die Perspektive und schauen uns an, was Breitling so zu bieten hat in diesem Jahr. Also, auf geht's! So, und da sind wir schon auf der Breitling-Webseite. Es gab heute um 14 Uhr den Global Summit Webcast. Da schon mal Respekt an Breitling. Sie nutzen wirklich die neue Situation am besten. Sie haben das Ganze auf IGTV gezeigt, auf Instagram, haben es vorher über Social Media groß angekündigt. Sehr positiv. Ich finde das gut, wie Breitling das gehandelt hat. Das muss man auch erwähnen. Das ist nicht normal. Bei Rolex wartet man ja und weiß immer noch nicht, was los ist. Bei Omega ähnlich. Das muss nicht sein. Das finde ich schade, dass das nicht weiter Brands machen. Hublot ist im Bereich Social Media schon sehr gut unterwegs. Also da finde ich, das macht Breitling richtig. Wie gesagt, hier kann man sich dann auch immer auf Instagram oder auch hier auf der Webseite von Breitling das Ganze nochmal anschauen. Und darunter sehen wir die Neuheiten. Auf der einen Seite wurde ein neuer Navitimer in 35 mm vorgestellt. Drei Zeiger finde ich ganz interessant. Dann gab es natürlich den neuen Chronomaten. Super cool, interessant und da kommen wir gleich auch im Detail zu. Und es wurde die Super Ocean Heritage 57 Capsule Collection vorgestellt und eine dazugehörige Limited Edition. Das ist die Bunt hier. Und ich würde sagen, das gucken wir uns direkt schon einmal an. Ne, wir haben mehrere Varianten. Einmal diese Limited Edition, limitiert auf 250 Stück. Dann gibt es die normale schwarze. Es gibt eine schwarze mit Rotgold, also Stahl und Rotgold. Und dann gibt es noch die blaue Stahlversion. Die gefällt mir sehr gut. Und ihr seht den Unterschied. Am Lederband kostet das Ganze 4.300 Euro und am Milanese 4.750 Euro. Schauen wir uns erstmal die Limited Edition an. Und die gefällt mir sehr gut. Mal gucken, was sie für Bandoptionen haben. Lederband mit Faltschließe, Lederband mit Dornschließe. Ich kann nicht scrollen. Also da nicht so viel Auswahl, aber bei 42 mm könnte ich mir vorstellen, Bandanstöße, ja, 22 oder 20 mm. Das müsste ich noch rausfinden. Da gucken wir mal einmal unten in die Gehäuse rein, in die Abmessung rein. Ja, da steht es nicht nur 42 mm. Zwischenhörner, 20 mm. Da könnte man, ich müsste mal gucken, gegebenenfalls von der normalen Super Ocean Heritage 2, wenn die auch, das gucken wir gleich noch nach, 20 mm haben, da könnte man das Ocean Racer Band dann dran bringen. Aber ich muss erst mal sagen, ich finde die Uhr, ich finde die geil. Entschuldigung, ich finde, die hat was, oder? Guckt euch die mal an. Ja, das ist jetzt nicht die erste Uhr, aber so mit den Farben, quasi Rainbow Heritage. Fun in the Sun nennt das Breitling und ich finde, das ist erstmal ganz gut gelöst. Und guckt euch, die Uhr hat echt Potenzial. Guckt euch mal das Case an. Meine müden Augen sehen aber auch direkt 330 Feet, 100 Meter Wasserdichtigkeit. Und ja, sie ist angelehnt an die erste Breitling-Taucheruhr aus dem Jahr 1957. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir im Jahr 2020 sind und dass auch ohne Probleme eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern möglich gewesen wäre. Und verstehe es einfach nicht, das hat Oris mit ihrem Diver 65 gemacht. Das macht Breitling jetzt mit ihrem Super Ocean Heritage 57. Haltet mich für kleinkariert, aber ich hätte mir da einfach eine ganz normale 200 Meter Wasserdichtigkeit mindestens gewünscht. Aber egal, ansonsten Zifferblattgestaltung, schönes gewölbtes Saphirglas. Die bunte Superluminora finde ich spitze, richtig klasse, die gefällt mir super gut. Das Design als solches, das hat was. Also es ist sehr, sehr, sehr nah am ersten Original, an der Originaluhr gehalten. Und ich finde das okay, das kommt ganz gut rüber. Werkstechnisch, einmal gucken, was sie da verwandt haben. Ja, das Breitling 10, also nicht das Tudor-Werk, auch da ist die preislich natürlich dann sehr ambitioniert. Auch da, weiß nicht von der Höhe, aber das ist 42 mm, die Black Bay hat 42 mm, No Date, die Black Bay hat No Date. Warum hat Breitling da nicht dann einfach auch das Tudor-Werk genommen? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt guckt, lasst uns mal einmal die Bandanstöße angucken, weil das wäre ja cool, wenn man dann hier das Kautschuk-Milanese nehmen könnte. Das fände ich schon noch ganz interessant.
Ah, nee, das ist die 46 mm-Variante. Mea culpa. Ja, das ist quasi live die neuen Uhren entdecken. Seht mir das nach. Ich will euch da ja auch nicht jetzt zu sehr langweilen. Hier unten haben wir die 42 mm-Variante. Preisig 4.400. Selbe Preisklasse und die hat das Inhouse-Werk drin. 70-Stunden-Gang-Reserve. Breitling, das müsst ihr mir dann bitte mal erklären. Und hier haben wir 22 mm. Schade, das Strap kann man dann nicht nutzen. Aber egal. Ansonsten gucken wir uns die Varianten nochmal an. Also wir haben hier diese Two-Tone-Variante noch dabei. Die finde ich, die hat was. Ne? Auch da Rosgold, Lünette, Rosgold-Zeiger und Indizes. Hätte man die Krone, finde ich, auch noch Rosgold machen können. Aber auch so finde ich sehr, sehr stimmig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Uhr als solches, guckt euch die mal vom Profil an. Die hat echt was. Ne? Big Crown, kein Kronenschutz. Trotzdem, also ich glaube, die könnte mir auch durchaus nach wie vor gefährlich werden. Ja, und das Blau, die ist natürlich, das ist genauso mein Beuteschema. Guckt euch die mal an, ey, Wahnsinn. Das Breitling-Blé ist aufgesetzt und das wird dann, denke ich mal, auch Rostgold sein. Das war zumindest früher mal Gold und ich denke mal, das wird auch jetzt der Fall sein. Korrigiert mich dabei bitte, wenn ich da falsch liegen sollte. Keramiklünette, ich finde, die hat was. Ich finde echt, die hat was. Doch, die gefällt mir. Und ja, 20 mm kann ich mir sehr gut auch am schönen NATO-Band vorstellen. Also Breitling, überlegt euch das mal. Lederband, naja, Diver und Lederband. Also auch da, dann bietet doch auch da das Milanese Kautschukband an, was es bei der normalen Super Ocean Heritage 2 auch gibt. Also da wünsche ich mir einfach mal ein bisschen mehr noch, ja, das Ganze zu Ende gedacht. Gut, das war die Super Ocean Heritage 57. Gefällt mir sehr gut im Großen und Ganzen. Die bunte, ich finde die Hammer. Schlag mich, aber ich mag die. Dann lasst uns doch mal, ja, komm, erstmal noch einen Seitenblick auf die 35 mm Variante. Und die gibt es in vielen Varianten. Die gibt es in Stahl, die gibt es in komplett Rosgold. Mit dem Kupferblatt hat sie durchaus was. Und es ist eine schöne Ergänzung der Kollektion. Lass mal schauen, eben, was da für ein Werk drin ist. Das würde mich jetzt auch noch mal eben interessieren. Also mit dem Kupferblatt, das finde ich echt cool. Guckt euch das an. Also ziffernblatttechnisch, das habe ich auch schon gesehen. Das haben die auch bei dem Chronomaten gemacht. Also ich war ja erst gegen den Navitimer 3-Zeiger, aber das sieht nicht schlecht aus. Das vielleicht auch mal bei den größeren Modellen. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man machen. Und auch da 38 Stunden. Tja, ist das jetzt ein Selita oder ist das ein 28-24? Ne, das Breitling-Kaliber 17. Okay. Ja, 38 Stunden Gang selber. Ich muss mal nochmal Kaliberkunde machen. Ich sehe das mir nach, ich habe es nicht im Kopf. Ich war bis gerade noch am Arbeiten. Werde ich aber dann noch ergänzen und dann und das Video anhängen. Aber gut, das ist der 35 mm Navitimer. Hat was, auf jeden Fall für die Damenwelt interessant, denke ich mal, schön gestaltet. Aber kommen wir zu dem, ich sag mal, zu der Hauptuhr. Und das ist der neue Chronomat, der sollte schon lange mal überholt werden. Und schauen uns den mal einfach genauer an. Ich muss gestehen, ich bin gemischter Gefühle. Zum einen bin ich halt super, super happy, dass Breitling das Rouleauband wieder eingeführt hat. Das ist Hammer. Das habe ich schon bei den alten Breitling-Modellen geliebt. Das hat richtig Charme. Ich denke mir auch, dass das haptisch ein Traum sein wird, um sich das Ganze mal, wenn man sich das Ganze ans Handgelenk schnallt. Es gibt eine limitierte Edition, ja, komplett im Blau. Ich muss sagen, wenn ich mir diese Reihe komplett angucke, ich finde diese Two-Tone, leicht Two-Tone-Variante sehr interessant mit den Reitern. Und hier die Variante mit dem Kupferblatt bzw. mit dem weißen Blatt. Die grüne hat auch was. Kommt, lass uns erstmal die grüne anschauen. Vom Design sind sie ja alle gleich. Man findet immer noch die Krone wie beim alten Chronomat. Man sieht, sie haben eine Menge gemacht am Case. Ne? Sie haben dann eine Menge überarbeitet. Der alte Chronomat hatte das ähnlich, aber sie haben dann nochmal nachgearbeitet, das komplette Case neu überarbeitet. Es ist weniger. Ja, das alte war auch runder, aber sind weniger Ecken und Kanten dran. Das Armband, ich liebe das. Also das ist wirklich für mich so die Sensation des Jahres. Auch das Ziffernblatt, dieses British Racing Green, das gefällt mir sehr gut.
rote Stoppsekunde, Breitling Inhouse-Werk natürlich drin, Tachymeter-Skala drin. Super gut. Das Gehäuse finde ich echt nicht schlecht. Haben sie gut hingekriegt. Mein Kritikpunkt, oder wo ich noch nicht so ganz weiß, wie mir das gefällt, ich habe einen Wristshot gesehen auf Instagram bei Houdinki von der Special Edition. Da fand ich das wieder nicht so schlimm, aber das ist die Lünette. Zum einen verstehe ich nicht, warum sie eine Taucherlünette genommen haben, weil das ist der Chronomat. Das ist mehr Fliegerchronograph geht nicht. Das ist der Fliegerchronograph von Breitling. Warum macht man da eine Diving, eine Tauchlünette drauf mit so einer 45-Minuten-Skalierung? Und das, die Reiterlünette ist auch so nicht fortgesetzt worden. Es macht zum einen Sinn, um den Chronomaten wieder ein bisschen mehr, oder doch um den Chronomaten zu differenzieren von der Avenger-Linie. Und ja, das kann man machen, aber trotzdem eine Taucherlünette da drauf zu flammen. Und ich hätte mir einfach dann ja verprägte Zahlen noch ein bisschen tiefer gewünscht. Und dass man das, wenn man das schon so macht, hier fortsetzt mit dem Gestrichenen. So ist das irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Und verstehe auch nicht, warum das geteilt ist. Aber vielleicht erschließt sich euch das. Lasst da gerne auch einen Kommentar unten im Kommentarfeld. Immer willkommen. Und als alter Breitling-Fan fehlt mir natürlich, dass der Chronomat kein Schwingenlogo mehr hat. Das ist etwas, das kann ich, das verstehe ich nicht. Oh, Glasboden. Also man sieht auf jeden Fall das Werk, das finde ich toll. Ach, guck mal da. Und dann auch hier Bentley. Also deswegen das grüne Blatt. Ziemlich cool. 200 Meter Wasserdichtigkeit. Ha, genau das hätte ich mir bei der Super Schnäre Tisch 57 gewünscht. Und dem Chronomaten hätte ich 200 Meter Wasserdichtigkeit verziehen. Aber ich finde es schön, dass sie einen Glasboden reingebracht haben. Also von daher, das passt. Aber ja, um das mal abzurunden, ich hätte mir gewünscht, dass das Schwingenlogo nach wie vor da wäre, weil das ist Flieger. Der Avenger hat das Schwingenlogo. Warum hat der Chronomat das Schwingenlogo nicht? Das verstehe ich nach wie vor nicht. Und die Taucherlünette. Es ist für mich eine Taucherlünette. Wie gesagt, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber das ist irgendwie noch nicht so ganz stimmig für mich. Armbänder kann man jetzt auch noch nicht auswählen. Ich gehe mal einmal noch zurück, dass man sich die gesamten Modelle angucken kann. Preisspanne, das reine Stahlmodell liegt bei 7.900 Liste. Was ich toll finde, ist halt auch wieder hier mit dem Kupferblatt die Variante. Die sieht Bombe aus. Also das Kupferblatt mag ich. Aber auch hier, da das B einfach noch mit den Schwingen drauf, hätte nicht geschadet, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde nicht. Aber wenn ich mir dann wieder das Band angucke, das ist, ich meine, ich bin ein Kind der 80er und mich kann man damit einfach begeistern kriegen. Fallschließe. Gut, muss man gucken, wie das mit der Feineinstellung aussieht von dem Band. Das könnte schwieriger werden, aber gut, das muss man sich mal live angucken. Ansonsten, finde ich, hat das auf jeden Fall was. Und sie haben schon ein bisschen reingetan, aber ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich hätte mir halt das Schwingen-B-Logo gewünscht und ich hätte mir eine Flieger-Lünette gewünscht. Von mir aus auch eine Countdown-Lünette, aber dann durchgehend mit Zahlen, ne, dass man so 55, 50, 45, dass man das so runter Countdown-Lünette macht mit durchgehenden Zahlen und auch in der Mitte hier dann die 55, die 50 verbricht. Das hätte ich mir gewünscht, das hätte der Uhr der Lünette noch mal ein bisschen mehr Leben gegeben. Es wäre immer noch entfernt, wenn man es im selben Fond gemacht hätte, hier mit der schwarzen Abhebung von dem Avenger, aber es wäre trotzdem noch mal, ja, ein bisschen stimmiger gewesen. Aber das ist mein persönliches Empfinden. Lasst mich da auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten fand ich hier die Variante, diese Two-Tone-Variante, und ihr wisst das, der Mr. B ist ja durchaus ein Two-Tone-Fan, sehr schön, das Band in Stahl, aber dann die Drücker, beziehungsweise die Krone, die Reiter und dann Zeiger und Indizes in Rose Gold, das hat wiederum was, das gefällt mir ganz gut. Also da kann ich nicht meckern. Da kann ich echt nicht meckern. Also so ist so ein bisschen Back to the Roots 2.0, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall durchaus nicht schlecht. Also ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich muss mir die live angucken. Gehen wir mal wieder zurück zur Hauptübersicht. Im Großen und Ganzen super interessante News.
35 mm Navi-Timer. Macht Sinn in der Sammlung, in der Kollektion. Eine Ergänzung zu der Super Ocean Heritage Linie, die Heritage 57 Capsule Collection. Super interessant, super spannend. Ich hätte mir auch da halt das Tudor-Inhouse-Werk gewünscht. Ich hätte mir 200 Meter Wasserdichtigkeit gewünscht, aber das Design als solches, Hammer, gefällt mir gut. Ach ja, und ich hätte mir gewünscht, dass sie halt auch da dieses Milanese-Kautschukband anbieten. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das bei den normalen irgendwo auch in 20 mm gibt. Das Ocean Racer müsste man vielleicht noch irgendwo in 20 mm kriegen können. Das wäre natürlich dann auch noch eine Möglichkeit. Aber finde ich gut, finde ich okay. Und natürlich dann den Chronomaten. Ich bin jetzt richtig gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr diese Präsentation zum einen von Breitling empfunden habt, beziehungsweise wie ihr die neuen Modelle findet. Ich gebe jetzt mal zurück an mich selbst ins Studio und verabschiede mich da noch ordentlich für euch. Aber das war so erstmal mein Eindruck und meine Impression. Meine Meinung vor allem zu den neuen Breitling-Modellen. Okay, ihr Lieben, das war es dann auch von meiner Seite hier aus dem Studio, spontan aufgenommen, deswegen etwas holpriger vielleicht wie sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bin nach wie vor gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von diesen Neuheiten? Was sagt ihr zum Chronomaten? Was sagt ihr zum Super Ocean Heritage 57? Würde mich wirklich interessieren, das mit euch unten im Kommentarfeld zu diskutieren und mich da auszutauschen mit euch. Ich wünsche euch jetzt allen noch eine schöne Restwoche. Freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage gut, bye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.